Eins, zwei oder drei. Herzlich willkommen bei Jaskiart. Mein Name ist Jacek und heute zeige ich dir, wie du ein beliebiges Motiv auf drei verschiedene Skizzenarten sofort umsetzen kannst. Ich zeige dir das anhand einer menschlichen Figur, weil man so die Unterschiede in den drei Ansätzen am besten verstehen kann. Ich habe dieses Video in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil zeige ich dir auf dem iPad die grundsätzliche Struktur, den Aufbau dieser drei Techniken, ganz kurz. Und im zweiten Teil gehen wir dann effektiv aufs Papier, wo ich dann die Figur umsetze und dir vertieft Einblick geben kann in die jeweilige Technik und wo du dann effektiv die Mehrwerte daraus ziehen kannst. Variante 1, Umriss und Fläche. Die erste Skizzenart baut auf einer schablonenhaften Flächenaufteilung auf. Ich suche und fasse die Figur hier nur mit geraden Linien, welche zuerst die Position und ganz grob die Silhouette umfassen. Hier konstruieren wir die Figur von außen nach innen. Variante 2, anatomischer Ansatz. Die zweite Skizzenart ist der klassische anatomische Körperaufbau. Ausgehend vom Schwerpunkt, hier beim Gesäß, entsteht langsam die Figur aus einem Strichmännchen-Skelett und runden Formen. Dieses Mal konstruieren wir die Figur umgekehrt, von innen nach außen. Variante 3, die freie Suche. Die dritte Skizzenart nimmt die Tonalität auf und spielt mit Licht und Schatten. Das ist ein sehr plastischer und malerischer Ansatz und akzentuiert die Figur eher, als sie klar zu beschreiben. Die Zeichnung bauen wir so gleichzeitig von außen nach innen wie von innen nach außen auf. Übrigens, dieses Video wird heute gesponsert von Kaffee. Wir bedanken uns. Ja, und wenn dir diese Art von Videos gefällt, lass gerne mal ein Däumchen da oder einen Kommentar. Dann weiß ich, wie das ankommt und was ich da noch verbessern kann. Also lieben Dank dafür. Und los geht es mit der ersten Variante Umriss und Fläche. Hier beginne ich mit dem groben Umriss der gesamten Figur. Das hilft mir, diese passend ins Bild bzw. aufs Blatt zu positionieren. Ich arbeite hier von außen nach innen. Dies mache ich durchgehend mit geraden Strichen, damit ich mich nicht zu schnell auf die Details einlasse. Diesen schablonenhaften Aufbau behalte ich so lange bei, bis ich die wichtigsten Eck- und Anhaltspunkte für die prägnanten Körperbereiche gefunden habe. Von dort aus zeichne ich die inneren Bereiche weiterhin mit geraden Linien aus und nähere mich so Strich für Strich der Figur schließlich an. Habe ich die wichtigsten Bereiche eingezeichnet, kann ich nun die Körperlichkeit der Figur langsam betonen, indem ich kleine Rundungen einbaue und die Figur langsam dimensional erscheinen lasse. Anschließend könnte man sich dann auf die weiteren Details einlassen. Dieses Vorgehen ist praktisch für alle, welche noch mit der klassischen Anatomie am Anfang stehen oder sie ihnen Mühe bereitet. Auch ist diese Art der Skizzierung sehr gut geeignet für architektonische und perspektivische Motive oder allgemein solche, die eine eher kantige Anmutung bzw. Erscheinung haben. Bei der zweiten Variante, dem anatomischen Ansatz, steht der Körper im Zentrum bzw. dessen Aufbau von innen nach außen. Dieser Ansatz dürfte für die meisten am bekanntesten sein, weil es der klassische ist. Egal wie die Figur nach außen wirkt, ob sie nun stark muskulös ist, aufwendige Kleider oder eine komplexe Rüstung trägt, der Aufbau geht hier immer vom eigentlichen Skelett aus. Wir können hier mit einer Art Strichmännchenfigur die Hauptmerkmale des Körpers erfassen und diese nach und nach mit ovalen Formen ausdefinieren. Diese Variante bedingt ein gewisses anatomisches Grundwissen und Verständnis. Dies hat den Vorteil, dass man die Figur besser versteht und man Körperstellen bzw. Bewegungen nachvollziehen kann, welche auf der Vorlage nicht sichtbar sind. Dies erlaubt eine glaubwürdigere Darstellung von Menschen oder Tieren. Bei dieser Variante beginne ich fast immer mit dem Schwerpunkt der Figur, weil auf diesem die Hauptlast und somit das Zentrum des Körpers liegt. Hier ist es das Gesäß, von dem aus die Dynamik, die Bewegung ausgeht. Bewegung ist in diesem Fall eine leichte Drehung des Oberkörpers. Und dank der detaillierten, akzentuierten und körperbetonten Rüstung können wir die Anatomie der Figur noch besser verstehen und nachzeichnen. Bei der dritten Variante, der freien Suche, schauen wir gar nicht so sehr auf Anatomie oder Körperumrisse, sondern hier sind primär die Tonalitäten und die Strukturen wichtig.
Hier erfasse ich zuerst die dunklen Partien mit losen und sehr freien Strichen. Diese können im Idealfall schon die Struktur oder die Bewegungen und Drehungen der Vorlage aufnehmen und so langsam eine gewisse Körperlichkeit andeuten. Jedoch sind wir hier sehr weit entfernt von irgendwelchen Details und werden diese, wenn überhaupt, erst ganz am Schluss betonen. Dieses Vorgehen ist ein ganz und gar malerischer Aufbau, weil er mit Licht und Schatten spielt. Es ist so, als würden wir mit einer Lampe das Motiv langsam ausleuchten, statt es Stück für Stück nachzuzeichnen. Dieser Ansatz eignet sich darum auch sehr gut für Zeichenkohle, gröbere Stifte oder Kreiden. Darum sollte man die Vorlage bzw. das Endformat eher größer, zum Beispiel im A3-Format, ausarbeiten, damit die Zeichnung entsprechend Wirkung erzielen kann. Ich zeichne fast bis zum Schluss nur die Schattenbereiche aus. Der Rest ergibt sich dann von alleine. Am Ende akzentuiere ich die Figur mit leichten Umrissen, damit sie sich genügend vom weißen Hintergrund abheben kann. Bei einem gemalten Bild würde ich dafür den Hintergrund farblich betonen, aber keine Umrisse malen. Diese Variante finde ich persönlich am spannendsten, weil sie eigentlich alles sagt, aber trotzdem Raum für eine eigene Interpretation lässt. Darum ist diese Machart auch sehr gut für Landschaften oder organische Formen wie Pflanzen sehr gut geeignet. Ja, das waren so die drei Techniken. Ich hoffe, du konntest da etwas für dich herausholen. Wie gesagt, da sind ja nur drei Techniken, es gibt noch viele andere. Du kannst natürlich auch mit den Materialien ein bisschen differenzieren. Es macht schon einen Unterschied, wenn du einen Kohlestift nimmst oder einen HB-Bleistift, einen 6B-Bleistift. Das ist ein Riesenunterschied. Du kannst natürlich auch die drei Techniken untereinander mischen, mache ich auch so. Ich fange oft mit Technik 1 an, gehe dann zu Technik 3 rüber und dann zu 2. Also das ist sehr unterschiedlich, das ist nicht in Stein gemeißelt, da bist du wirklich frei. Natürlich macht es einen Unterschied, ob du das jetzt für Architektur gebrauchst oder für eine freie Landschaft oder eben für eine Körperstudie. Dann sind dann auch die Techniken da, jeweils können ihre Stärken ausspielen, also liegt ganz bei dir. Ja, und wenn eben, wie gesagt, dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Däumchen nach oben da oder einen Kommentar, dann weiß ich, wie das angekommen ist, was ich da effektiv verbessern kann und welche Themen dann ja, für dich interessant sind. Also vielen Dank dafür. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude beim Zeichnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Auf bald.